In diesem Video werden wir uns den 25%igen Anstieg ansehen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Hast du das letzte Video von der Aktienanalyse 3M, Tickersymbol, übrigens MMM. Dieses Video hatte ich im Juli rausgehauen, da gab es die Aktienanalyse dazu und wir werden jetzt in diesem Video darauf aufbauen. Das Update zu diesem Unternehmen, selbstverständlich nach den Geschäftszahlen hat dieses Unternehmen ein Plus von 25% und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Ausschnitt aus meinem kleinen Portfolio unter der Wealthlab-Seite Trading Software. 25%, Freunde. Ich bin da mittlerweile schon bei, es war mal bei 50%, wir sind so bei 45%. Aber nachher, das kannst du dir zum Schluss dann sehr gerne anschauen, kurz vorm Ende des Videos. Das heißt, 25%, was ist da passiert, Freunde? Ich muss auch dazu noch erwähnen, ein wenig Glück braucht man selbstverständlich auch. Da nehmen wir wieder André Costolani, 1G, wie er sagt, es gibt immer 4Gs, 1G ist Glück. Glück sollte man auch haben, natürlich auch Geduld, Geld und Grips oder Gedanken, wie das so schön heißt, das wären die vier und eines davon ist Glück. 25% mal so von heute auf morgen. Passiert ja nicht alle Tage. Kurz zum Unternehmen. Entstehungsgeschichte von 3M hatte ich letztes Mal schon ein wenig beschrieben. Wurde 1902 von 5 Unternehmen in Two Harbors, Minnesota gegründet. Ursprünglich wurde das Unternehmen ins Leben gerufen, um Schleifpapier und andere Schleifprodukte zu produzieren. Ich muss jetzt nicht dazu viel sagen. Dazu schauen wir uns gleich mal die Key Facts an. Wir haben selbstverständlich ungefähr 56, 57 Milliarden US-Dollar an Market Capitalization. 1946 ging dieses Unternehmen bereits an die Börse, ist gelistet übrigens an der NYSE, New York Stock Exchange. Jetzt noch ein wenig zu den Produkten. 3M Post-its, das klassische Beispiel. Jeder hat die Dinger schon mal in der Hand gehabt. Und noch einige andere Produkte. Wir hatten hier noch ein Spin-off. Ich werde jetzt diese Neuigkeit nicht jetzt noch mal in die Länge ziehen, sondern noch mal kurz noch mal ankratzen. Das heißt, du siehst hier 3M Complete Spin-off. Die haben also einen Spin-off durchgeführt. Wo lag der letzte Schlusskurs? Der letzte Schlusskurs beim letzten Video vom 23.07. ganz genau lag so bei 103 US-Dollar. Okay? Das war vom letzten Video vom 23.07. kannst du dann zu Gemüte führen und das Ganze dir nochmal anschauen bei Interesse. Wo war der EPS, sagen wir der letzte EPS, also nicht vor dem letzten Video, sondern der EPS am 23.07. habe ich natürlich den EPS angepriesen und bin ein wenig detailliert in diese Geschichte eingetaucht. Hier haben wir die Ergebnisse und warum es diesen megamäßigen Kurssprung gegeben hat. Wir haben einen EPS, surprise, surprise, von über 15, also knapp 15% besser. EPS 15% besser als geschätzt. Da macht es meistens bei so einem starken Kurssprung wie 15% macht es schon einen Ruck nach oben bei dieser Aktie. Aber es gibt natürlich nur Aktien, die ziehen nicht so stark an. Aber bei diesem Unternehmen war das definitiv der Fall. Jetzt gehen wir nochmal weiter. Wenn wir jetzt nochmal anschauen über diesen Kasten, siehst du diesen Kurssprung. Ja, der war teilweise über 125, sogar bei 128 US-Dollar am Peak. Das heißt, wir sind jetzt so bei 125 US-Dollar. Ja, kann man sagen, ungefähr 25% knapp. Das heißt, schöne, schöne Entwicklung von diesem Unternehmen. Das heißt, die Analysteneinschätzungen waren hier ziemlich gut vorhersehbar.
und wurden auch sehr schön getroffen. In dem letzten Video hatte ich ja angesprochen, dass dieser Kurs sich in einer Seitwärtsphase sich befindet. Dazu hier noch ein Chart vom letzten Video. Du siehst hier eine Seitwärtsbewegung, die hat angefangen so, naja, Ende Mai würde ich mal sagen, Mitte, Ende Mai ging es los. Da befanden wir uns in einer Range, da war es jetzt nur noch die Frage, in welche Richtung wird es jetzt ausbrechen, nach oben oder nach unten. In diesem Fall hatten wir wenig Glück und der Ausbruch hat nach oben hin stattgefunden, also long. Du siehst nochmal in diesem schönen Kasten, ca. 25% Profit nach den schönen Earnings. Unten das E heißt nämlich Earnings, wo es die Earnings dann nach Börsenschluss, soweit mir das bekannt noch ist. Und dann ist der Kurs nach oben geschossen und du siehst, er hat sich auch ziemlich oben gehalten. Manchmal geht es ja hoch und dann 2, 3 Tage später befinden wir uns wieder da, wo wir vor ein paar Tagen waren. Aber bei diesem Unternehmen nicht, denn wir haben hier eine sehr, sehr gute Entwicklung. Die Ratingagentur Moody's, das ist so wie vorher, da hat sich natürlich nichts geändert, aber nur so, damit du das mal ungefähr siehst. Wir haben hier A3, P2, Outlook Stable, wo wird es eingestuft? Upper Medium und Grade. ESG-Score, da haben sie noch einiges zu tun, würde ich mal sagen. Da sind sie bei CIS. 4. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu den Analysteneinschätzungen von 23.07., wo ich das ein wenig aufbereitet habe. Du siehst Mittel Average Price Target ungefähr bei 112. Average Price Mittel waren wir bei 112 und High sind wir immer noch bei 140. 140 bis 125 fehlt nicht mehr viel, wenn wir jetzt uns direkt den Kurs anschauen würden. Aber dass die Aktie im Value Investing anzusiedeln ist, ist für mich jetzt persönlich ganz klar. Das wird nicht von heute und morgen passieren. Wir hatten schon einen starken Anstieg. Nächster Chart. Wie du sehen kannst, war die Aktie schon bei 76 Dollar, ging hoch auf 104 Dollar. Das sind so mal 35% Profit. Und von 76, wenn wir das jetzt nehmen würden, dieses Jahr, year to date, dann wären wir ja bei 125, nicht 80, wären nicht das Doppelte, aber so bei 60-70% wären wir schon mit dabei gewesen bei diesem Unternehmen. Also derjenige, wo im Februar schon dabei war, ich nicht ganz, aber das werden wir jetzt im nächsten Chart sehen. Ausschnitt von meinen 5 Positionen, also Small Portfolio, ist ein sehr kleines Portfolio. 100.000 ist da drin. Ein kleines Portfolio, wie du siehst, haben wir hier, ich bin da schon 2023 eingestiegen, Entry Date, amerikanische Schreibweise, 19.07.23. Entry Price war bei 85,99, Februar war es bei 76, naja, so schlecht habe ich es doch nicht getroffen, würde ich mal sagen. Und du siehst, Last Price 124,17 passt, das sind 44,40% Profit. Eine interessante Sache, Paper hat auch ein wenig angezogen, Volkswagen, machen wir uns nichts vor, zieht ein wenig den ganzen Profit, den ganzen Gewinn ein wenig nach unten, aber damit kann man ja leben. Das heißt, MMM 44,40 und du siehst, 19.07., das ist schon ein Jahr, habe ich diese Aktie im Depot. Mehr zu diesem Unternehmen selbstverständlich in den nächsten Earnings. Wir haben noch einen kleinen Hinweis. UBS Group gibt die nächsten Zahlen bekannt, also die nächsten Quartalszahlen am 14.08., falls es jemand interessiert, UBS, einfach mal reinschauen. Ich habe hier nochmal kurz eine Analysteneinschätzung eingebaut von UBS, falls es einen interessiert. Die sehen die Aktie bei 31,76, also 31 US-Dollar im mittleren Bereich. Average Price Target, High Price Target ungefähr bei 40 US-Dollar. Falls da jemand interessiert ist, kann er ja mal einen Blick darauf werfen. Die nächsten Earnings 14.08. UBS. Wenn dir das Video gefallen hat und du nichts mehr verpassen möchtest, keine Aktienanalysen mehr, dann
Abonniere diesen Kanal, teile diesen Kanal und wie immer wünsche ich dir eine restliche starke Handelswoche. Bis zum nächsten Video. Bye bye.